Wir wollen einen Neustart. Und wir haben jetzt einen personellen Neustart, gezwungenermaßen aufgrund der sportlichen Herausforderungen, die jetzt neu ist für uns. Also den Namen Dardai hat ja Herr Wasserzieher, da hat er ja nachgefragt, hat auch nach Herrn Rangnick gefragt. Und meine Antwort war ja dementsprechend, dass ich sage, dass wir vorbereitet sind und unseren Plan, den wir haben, jetzt umsetzen. Aber wir wollen jetzt am Dienstag jemanden auf dem Trainingsplatz haben, der eben diese Mannschaft zusammenschweißt und uns in die Lage versetzt, in Frankfurt was zu holen. Er ist verantwortlich für die sportliche Performance in seinem Bereich mit der Auswahl des Personals und auch der Zusammenstellung der Spieler. Und selbstverständlich habe ich auch meine Eindrücke zu seiner Gesamtleistung in der Zeit, in der ich sie beurteilen kann, gegeben. Ich habe mich heute Morgen bei Bruno entschuldigt im Namen des Clubs, aller handelnden Personen. Das ist eine Schlechtleistung gewesen von Hertha BSC gestern Abend, dass das den Weg in die Medien gefunden hat, unabhängig davon, ob es wahr oder unwahr war. Aber alleine diese Absolutheit und dann auch die Konfrontation in einem Live-Interview, das ist nicht der Stil, den ich für Hertha BSC für die Zukunft erwarte und prägen möchte. Auf der anderen Seite ist Bruno nicht nachtragend, hat das professionell genommen, hat das gestern Abend herausragend moderiert, auch heute Morgen. Wir sind im Guten auseinandergegangen und das zählt.